dabei seid heute in meiner Bastelstube für Edelrost, Kerzen und mehr. Mit Vorlagen, Upcycling gemacht, ganz einfach gemacht. Für Deko fürs ganze Jahr. Große, kleine, mittlere zum Einstecken oder zum Hinstellen. Aladdins Wunderlampe, wenn du möchtest. Und. Und das ist pur Upcycling bis auf die Farbe. Aber bei der Edelrostpaste habe ich jetzt auch ein neues Rezept entwickelt. Das zeige ich euch dann. Dann braucht ihr die noch nicht mal mehr kaufen. Das könnt ihr dann selber machen. Aber heute erst noch mal so. Und dann legen wir mal los. Wie gesagt, mit Vorlagen und immer neuen Ideen dazu. Hier sind sie noch ein bisschen am Trocknen auf Backpapier. So, das sind jetzt meine handgemalten Vorlagen für dich. Und am einfachsten, sage ich immer wieder, ist es, wenn du einen großen Bildschirm hast, dass du ein Standbild machst und zeichnest die einfach ab, wenn du durchsichtige Kunststoffverpackungen hast. Dann kannst du das wirklich 1:1 umsetzen, größer, kleiner machen, wie du das gerade möchtest. Ansonsten Butterbrotpapier eignet sich super als Vorlage erstmal, dann kann man es abpauschen und dann vielleicht auf deine milchige Untergrund oder farbigen Untergrund, dann kann man ja alles Mögliche verwenden, vom Kunststoff her wie vom Upcycling-Blech. Das ist immer die einfachste Methode oder dann Screenshot gemacht, ausgedruckt. Aufgeklebt, also fixiert mit ein bisschen Tesa auf deinem Untergrund und dann kopiert oder ausgeschnitten vorher die Vorlage, dann auf das Metall gelegt und dann umrandet und dann geht das auch weiter. So, das sind jetzt erstmal die Vorlagen. Noch viel, viel mehr findest du in meinem Kanal, also Edelrostfiguren fürs ganze Jahr. Gibt es da für Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ob Engel, Kerzen, auch ein Kronleuchter aus Kerzen mit Edelrostflammen gemacht. Jede Menge Tiere, also wirklich alles Mögliche, was man selber machen kann, findet man eigentlich bei mir. Am besten auf die Startseite, Playlists geklickt oben und dann kommen die ganzen Videos ordentlich sortiert von mir und da steht dann Edelrost oder Gartendeko und dann findet man das am einfachsten. Das ist jetzt meine Verpackung dazu. Da war jetzt zum Beispiel meine Strickwolle drin. Und dann schneide ich mir die erstmal auf an den Kanten. Und dann kann ich das einfach verwenden. Und es geht ja alles. Wie gesagt, auch eine defekte Wäschewanne genommen zum Schneiden. Als Vorlage. Als Objekt. Dann legt man es auf. Hier kann man sich halt da gleich allen umranden, abpauschen mit dem Stift, durchzeichnen und dann ausschneiden. Und dann geht alles weiter mit dem Grundvideo, wie man überhaupt solche Sachen arbeitet. Mit Tipps und Tricks natürlich. So, was brauchen wir?
Wir brauchen als Untergrund entweder eine alte Kunststoffwanne, da habe ich schon mal was rausgeschnitten für was anderes. Am besten Weichplastik, nicht das Hartplastik, weil das ganz schön schnell reißt. Gerade beim Schneiden, Weichplastik ist super, irgendwas, was du in Plastik hast, und wenn das so schön dick ist, brauchst du auch nur eine Vorlage, einmal das Material. Oder du nimmst Verpackungen wie hier. Das muss dann doppelt gemacht werden. Da brauchen wir zwei und verkleben das innen drin. Oder du hast vielleicht eine alte Keksdose. Das ist ein dünnes Weißblech. Das kann man auch toll nehmen. Dazu brauchen wir dann aber eine Blechschere. Ich habe hier eine gekauft, die ist wirklich ganz toll. Da schneide ich nicht nur Blech mit, sondern viele andere Sachen auch. Und die funktioniert super. Also wie gesagt, keine Werbung, selber gekauft, ganz toll. Alles andere kann man mit einer guten Haushaltsschere schneiden. Eine kleine Schere halt für die Verpackungen. Dann brauchen wir ein paar Klammern, Wäscheklammern oder Büroklammern, wenn wir es zusammenkleben oder die Stiele, die Spitzen anbringen. Ein Permanentmaker zum Anzeichnen von den Vorlagen. Spieße, entweder diese Schaschlikspieße oder du hast vielleicht wie ich Eisstiele, Holzeisstiele gesammelt. Die gehen genauso gut, ganz super dafür. Noch so ein Schaschlikspieß, wenn da ist, oder irgendwas anderes Spitzes. Ein bisschen Tesa, Haushaltsscheren, kleine Scheren. Einen guten Kleber. Ich habe hier einen Silikonkleber. Das funktioniert toll, weil mit Heißkleber funktioniert es nicht. Und eine Rostfarbe, wie gesagt, alles selber gekauft. Keine Werbung. Gibt verschiedene Rostfarben. Kauf eine, die dir am besten gefällt. Eine günstige reicht vollkommen. Ja, dann brauchen wir noch ein Backpapier, wenn du möchtest, als Unterlage. Eine Basteltischdecke und ein paar andere Kleinigkeiten. Aber das ist gar kein Problem. Und wenn du möchtest, kannst du sogar da noch Glitzer reinwerfen in die feuchte Farbe. Und dann zeige ich zwei, drei verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, mit Blech geht es genauso wie mit der Wanne. Das wird genauso gearbeitet. Und dann müssen nur die Stiele, die man dran macht, die Holzstiele, ein bisschen vernietet werden oder verschraubt. Aber es hält auch ganz gut mit dem Kleber. So, und dann zeige ich mal, wie es geht. Und natürlich die ganzen Vorlagen dazu. So, ich habe jetzt hier meinen Kunststoff. Ich hatte ja schon gezeigt, was man alles nehmen kann, aber noch mal eine Idee. Jetzt bei den Kerzen kann man auch ganz toll die Verpackung nehmen von der Eisbox. Papier runter. Und dann kann man das nehmen oder solche Verpackungen. Was zu dünn ist hier, das ist dick genug. Was zu dünn ist, klebt man einfach mal zwei aufeinander. Ich habe die Verpackung von meiner Wolle hier, auch wenn da Schriften drauf sind, das funktioniert, weil wir es ja hinten und vorne dann ein Tupfen anmalen. Und da passen ganz toll meine Kerzen drauf. Die Vorlagen hatte ich euch fotografiert. Und jetzt kommen wir kurz zu den Kerzen und auch zu den anderen Sachen. Und nochmal gezeigt, das ist jetzt da. Ein großer Engelsflügel, und der war jetzt über einem Jahr draußen, und ihr seht, der ist immer noch edelrostmäßig. Den tupfe ich jetzt halt noch mal ein bisschen neu, aber ansonsten hält das wie nichts. Und der war wirklich ein Jahr im Wetter. Wir machen die Kerzen zum Einstecken und aber auch zum Hinstellen. Ich zeige, das geht easy. Zum Einstecken sind die Schaschlikspieße ganz, ganz toll, weil sie oben ein bisschen breiter sind. Kosten 100 Stück, ach, ich glaube noch keinen Euro. Kann man immer wieder verwenden, weil ich habe ja fürs ganze Jahr Edelrost-Sachen und auch andere Sachen, für die ich das verwende. So, dann nehme ich meine Folie. Und das ist ganz gut sogar, dass man die Schrift sieht, sonst würde ich ja gar nicht sehen. Also, ich lege das drauf, zeichne mir es ab. Bitte verwende du einen dünnen Edding, ich nehme jetzt einen dicken.
damit du das siehst, was ich mache. Und dann brauchen wir es auch gar nicht, also die Pappe ausschneiden. Wenn du es abhaust, Butterbrotpapier oder Folie oder sonst was vom Bildschirm, würde ich trotzdem empfehlen, nimm es nochmal und kleb das auf eine Verpackungspappe. Und dann kannst du es immer als Schablone verwenden. Aber wenn du es nur einmal machst, dann gleich die Folie genommen, die du verwenden möchtest. Bei Blech ist es wieder anders, da brauchst du eine andere Schablone zum Abzeichnen. Dann musst du die Pappe per Schablone ausschneiden. Und wenn es zu dünn ist, wie gesagt, zwei Folien aufeinander geklebt, das funktioniert ganz prima. Und wir machen die zum Stehen und zum Einstecken. Die müssen dann ausgeschnitten werden. Wenn du doppelt das brauchst, weil du deine Folie nur so dünn ist, dann klebst du erst zusammen und brauchst nur einmal ausschneiden. Und am besten geht es entweder mit einer Blechschere oder mit einer großen Küchenschere, die wirklich robust ist, kommt man gut durch. Das ist meine Schere. Das ist eine Blechschere, die kostet um die 10 Euro. Da komme ich durch jedes Blech und auch um die Ecken, weil das wirklich gerade ist. Und damit schneide ich aber auch ganz gern meinen Kunststoff. So, ausschneiden und dann machen wir weiter. Das ist jetzt die erste aufgezeichnete Kerze und der Kandelaber. Und bei so einem hohen, wenn du nicht eine ganz feste Wäschewanne hast, empfiehlt sich dann immer nochmal ein Schaschlikstäbchen oder was anderes Festes mit einzukleben. Wenn du einen Ständer machst, zum Einschieben, dann ein bisschen weiter nach oben, dass man es dann einschneiden kann, zum Stecken halt so. Oder du kannst es auch dann einbetonieren, wenn du noch einen festeren Ständer haben möchtest, kannst du es einbetonieren, das habe ich auch schon gezeigt. Oder in Brennholz genommen, Loch gebohrt und das Stäbchen eingeklebt. So eine Scheibe vom Ast oder so irgendwas. Oder wirklich ein eckiges Brennholz oder alles Mögliche geht auch und dann steht es auch fester. So, ausgeschnitten und dann geht es auch weiter. So, die Muster sind jetzt soweit aufgezeichnet, ausgeschnitten. Durch die Werbung sieht man wenigstens, was ich da gemacht habe. Backpapier geht nur als Unterlage, wie gesagt. Sonst klebt es an, dann können wir nicht mehr mitarbeiten. Kann man auch mehrfach benutzen, sieht man hier. So, wenn ihr zwischendurch mal aufhören müsst zu arbeiten mit dem Pinsel, braucht ihr nicht jedes Mal auswaschen. Wenn ihr den in eine Tüte tut, kann man dann wieder weiterverwenden. So, und dann wird's getupft. Richtig dick von der einen Seite, trocknen lassen dann von der anderen Seite. Und dann halt, damit es gleich antik aussieht, bisschen Kaffeemehl genommen oder losen, ganz feinen schwarzen Tee. Und den mit reingetupft. Das ist einfach Kaffeemehl. Und man braucht den Pinsel nicht sauber machen. Man kann immer weiter arbeiten. Die Farbe funktioniert trotzdem weiter. Es sieht nur gleich antiker aus. Und wenn es dann draußen ist, eine ganze Weile setzt sich da auch noch, also Staub und Pollen und manchmal ein bisschen kommt dann das Moos. Das sieht dann wirklich toll aus. Aber das ist schon mal gleich so noch ein rostiger Effekt. Und das machen wir jetzt. Und durch das Backpapier hebt man dann hoch und es klebt einfach nicht an.
kann da echt toll mitarbeiten. Das benutze ich bei all meinen Basteleien, wo Kleber und Farbe mit im Spiel ist. So, und jetzt ist es wirklich richtig gut durchgetrocknet und dann wird die Rückseite angemalt, getupft. Und guck mal, wie schön die Flügel geworden sind. Also dann die Rückseite nochmal. So, eine Kerze halt zum Aufstellen, einspieken, einstechen und eine dann, um sie auf eine Fläche zu stellen. Und dann müssen wir dann, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, hier unten mal einschneiden ein Stück. Ganz, ganz schmal, vielleicht so 1,5 mm und etwa 3-4 mm hoch. Ich weiß, man sieht schlecht jetzt. Da ist es offen. Weil zum Einstellen brauchen wir das zweite und das wird eingesteckt. Und das müssen wir zuschneiden, damit das dann unten steht. Vielleicht auch noch mal ein Stückchen höher. Das kommt immer darauf an, wie feste euer Kunststoff ist. Wenn das ein richtig doller Kunststoff ist oder Blech, dann reichen da 3-4 cm, ansonsten ein bisschen länger. Dann steckt man das nächste hinein. Ich weiß, man sieht schlecht durch den Kunststoff. Und dann schneidet man genau ab, wie lang das sein muss, dass das dann bündig steht. Ich mache da erst kein Muster, weil es muss einfach ausprobiert werden, sonst kippelt das. So, dann kommt es hinein. Das wird dann noch festgeklebt und dann schneiden wir es noch ein bisschen kürzer und wenn man möchte auch in einem Bogen, wenigstens so die Ecken. Ich lege es gerade noch mal dann auf die Hand, dann sieht man es vielleicht besser. Auch nicht. Sieht man es jetzt, ne? So. Und das schiebt man ein und dann steht das Ganze. Das klebt man dann auch fest und dann geht das. So, und wenn du eine Standkerze möchtest und beide Teile sind trocken, hier haben wir ja eingeschnitten, ne, dann nehmen wir einfach das, kleben es rein. Ich schiebe es jetzt nur mal rein zum Zeigen. So, und dann muss es meistens nochmal nachgeschnitten werden. Ich mache es immer am Anfang ein bisschen größer, dass ich dann genau sehe, es passt oder es passt nicht. Es wird dann fixiert mit dem Kleber und dann steht auch diese Kerze. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen kürzer machen. Auf der einen Seite, es kippelt noch ein bisschen, aber das ist so ein ganz simpler, einfacher Ständer. Und dann steht das Ganze auch. Ich muss noch ein bisschen mehr in die Mitte rücken. Und erst wenn es wirklich bombig steht, dann festkleben. Wir sind fertig. Es ist geschafft. Ich freue mich. Ich hoffe, du freust dich. Und dann ist wieder was gelungen für deine, für unsere Deko and Upcycling. Müllverwertung sozusagen, gut für die Umwelt, weil wir es noch gebrauchen. Und dann freue ich mich, dass du so lange durchgehalten hast in dem Video, weil wenn du meine Worte jetzt hörst, weiß ich, du hast es angeguckt. Das ist zum Schluss, was mich immer am meisten freut. Noch viel, viel mehr findest du in meinem Kanal, nicht nur Bastel, die große Bastelstube, Edelrostsachen, sondern auch Häkeln, Stricken, Nähen, Basteln für und mit Kindern, die große Winter-Weihnachtswerkstatt, Osterwerkstatt, maritime Ideen, Blumenwerkstatt, Upcycling, Chevy Chic, Nostalgie-Sachen, Wächter aus Beton, große und kleine Engel aus Beton, aber auch die Butterbrotpapiersachen. Einfach zu basteln und zu beleuchten, viele Deko zu beleuchten fürs ganze Jahr, weil ich das so liebe. Deswegen mache ich da immer wieder neue Sachen.
die Häkelschule, die Strickschule und das am besten zu finden, wie auch den Marionettenworkshop, den ich im Look von Harry Potter gemacht habe, auf meiner Startseite von meinem Kanal. Playlists angeklickt, habe ich alles schön und säuberlich geordnet. Beton und Engel und Sterne und Schneemänner und Erzählfiguren, Krippenfiguren und. Dorfgeschichten. Naja, lasst euch mal überraschen. So, jetzt alles Liebe und bis wieder mal eure, deine Kerstin. Tschüss.